einfach zu reinigen mit Glasreiniger. Einmal kurz drüber gehen, ist es wunderbar sauber, aber Leute, willkommen bei den Suchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Heute mal ein etwas anderes Video, und zwar zu der Küchentour, die ich gedreht habe. Jetzt auch unser Kühlschrank. Es geht heute alles um unseren Kühlschrank. Es haben sich schon ein paar Leute gewünscht, dazu ein Review zu machen, wie der aufgebaut ist. Und also es ist für alle Leute interessant, die gerade vielleicht nach einem French Door oder beziehungsweise Side-by-Side-Kühlschrank auf der Suche sind oder generell nach einem Kühlschrank auf der Suche sind oder eine neue Küche planen. Und ja, für alle, die meinen Kanal schon kennen, wissen ja, dass wir gebaut haben, und alle, die neu gerade dazugeschaltet haben, wir haben gebaut und haben euch da komplett auf dem ganzen Weg immer mitgenommen in der ganzen Bauphase. Ja, jetzt wohnen wir schon im Haus und dann gibt es jetzt halt ein Video zum Kühlschrank. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also so schaut das gute Ding aus. Also der Kühlschrank ist 1,83 m x 90,8 cm breit. Zum Beispiel oben bei uns hier, wir haben das noch nicht zugemacht, das wird noch verschlossen, also mit einer weißen Regips, und dann nochmal das Stück hier mit demselben Betonoptik wie unsere Küche. Falls ihr das Video zu einer Küche noch nicht gesehen habt, blende ich euch das ein. Ja, und das ist der dazugehörige. Ich wollte die ganze Zeit schon einen Side-by-Side haben Kühlschrank, ich wollte die ganze Zeit einen Side-by-Side-Kühlschrank haben, beziehungsweise, also so ist ja der Trend, oder beziehungsweise, naja, ich will ja nicht mit dem Trend mitgehen, aber ich habe das bei Freunden schon mal gesehen und ich fand das ganz toll, und das ist so ein bisschen American Style, und ich finde das auch ganz, ganz cool, weil wir, das erinnert mich auch irgendwie voll an Amerika und so, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich die ganze Zeit dann halt gerne so einen haben. Das war so ein mega Wunsch von mir, wenn wir im Haus dann sind, dass wir so einen Kühlschrank holen. Und ich fand aber die normalen Side-by-Side-Kühlschränke etwas unpraktisch auf die Dauer gesehen, wenn ich das lange benutze. Jetzt bin ich ja noch jung. Nein, aber wenn ich älter bin, und was heißt älter bin, aber generell einfach ist das total unpraktisch, wenn man sich immer wieder nach unten bücken muss, um das Gemüsefach zu öffnen. Also in dem normalen Side-by-Side-Kühlschrank ist ja die eine Seite Gefrierfach und die andere Seite Kühlbereich, und das heißt, du hast hier alles schmal und da alles schmal, wo du alles reinlegen musst oder sollst, wie auch immer. Und dann bin ich, im Internet irgendwie auf so einen French Door Kühlschrank gestoßen, also ist quasi so ähnlich wie ein Side-by-Side-Kühlschrank, auch in diesem amerikanischen Style, heißt aber French Door, das heißt, zwei Türen sind oben zum Aufmachen. Ich weiß gar nicht, woher jetzt der Name genau so stammt oder wieso das so genannt wird, aber falls ihr das wisst, könnt ihr ja gerne kommentieren. Oben wird aufgemacht für den kompletten Kühlbereich. Das heißt, ihr habt mega viel Platz, oben auch was hinzustellen, Backbleche oder egal irgendwas. Und unten dann den Gefrierfach, so wie bei einem normalen Kühlschrank eigentlich auch. Also, ich zeige euch das jetzt. Ja, hier haben wir noch den Getränkespender, das erzähle ich jetzt gleich. Ja, hier innen drin ist so eine Griffmulde. Das hier ist aus so einem verchromten quasi Teil, und der Rest ist Edelstahl. Natürlich, wenn noch kurz zur Oberfläche, ist super einfach zu reinigen mit Glasreiniger. Einmal kurz drüber gehen, ist es wunderbar sauber. Aber wir haben zum Beispiel ein kleines Kind, das heißt, es ist hier unten immer dreckig. Also fast jeden Tag. Ich wische es natürlich nicht jeden Tag, aber alle paar Tage gehe ich einfach mal schnell drüber abends. Und dann ist der auch sauber. Und hier ist wie so eine Glasoberfläche, also sieht sehr edel aus. Ja, und wenn man dann beide Türen öffnet, dann schaut das Ganze so aus. Also ich habe ein bisschen Inhalt drin gelassen, um euch das zu präsentieren. Also hier ich öffne mal komplett die ganze Kühlfläche, die wir hier haben, die beträgt 560 Liter, glaube ich mal, 564 Liter. 361 sind davon in dem oberen Teil im Kühlbereich, also sehr, sehr viel. Ich meine, noch brauchen wir das Ganze nicht, aber wenn man halt später mehrere Kinder hat, dann ist, also, oder was heißt mehrere, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, wenn man Familie hat, dann braucht man die Fläche.
So wie ich das jetzt eingeräumt habe, hat jetzt natürlich keine Bedeutung. Jeder macht das ja so, wie der will. Ich erkläre nur kurz die technischen Sachen oder beziehungsweise die Sachen, die dabei waren. Dabei war hier dieser Eierbehälter, da passen ja locker mal so 12 Eier rein. Das habe ich mir dazu geholt. In Teddy gibt es bei uns. Da kann man schön die ganzen Sahne und Schmand und sowas reintun. Und hier so ein Behältnis auch für Wurst und also alle Frühstückssachen von uns quasi. Das gibt es auch immer noch aktuell beim Teddy. Finde ich super praktisch, diese Behältnisse, weil dann ist es alles immer aufgeräumt. Ja, hier oben haben wir dann halt ein Regal, das kann man immer jedes einzelne Regal komplett rausnehmen. Hier in der Mitte, ich hole das mal kurz raus, lässt sich zum Beispiel ganz rausnehmen, hier das da hinten auch, dann kann man hier zum Beispiel auch große oder hohe Behältnisse, Töpfe, wie auch immer, so komplett rausnehmen oder zum Teil zum Beispiel um Flaschen abzustellen. Wunderbar, jetzt piepst es auch schon, weil wir länger als, glaube ich, mal eine Minute das geöffnet haben. Ich muss mal kurz schließen. Oder nein, jetzt geht's. Genau, das piepst dann immer nach alle paar Minuten, weil die Türen halt offen stehen. Ja, hier unten haben wir dann eine riesen Fläche. Diesen Boden kann man jetzt nicht rausnehmen, soweit ich weiß. Hier gibt es Einstellungen für die beiden Gemüsefächer. Doch, das kann man auch rausholen. Für die Feuchtigkeit zu regulieren, die man in diesen beiden Behältnissen dann machen möchte. Hier das Ganze kann man noch öffnen und dann kann man das ganze Ding, glaube ich, mal auch rausnehmen. Also falls ihr da irgendwie Riesentorten oder sowas backt, also jeder macht ja so seine eigenen Dinge. Es gibt ja Leute, die backen Torten oder sowas. Da kann man das wunderbar verstauen. Ja, hier haben wir dann das ganz normale Gemüsefach. Hier habe ich sowas zum Beispiel für die Möhren. Das finde ich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich schon jahrelang. Das ist von Tupperware. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber das ist ganz gut. Damit halten die Möhrchen zum Beispiel viel, viel länger. Ja, und hier halt noch weiteres Gemüse. Die ganzen Fächer lassen sich komplett auch rausnehmen. Das Ding, was ihr dabei beachten müsst bei diesem Kühlschrank, ich schließe den mal ganz kurz und zeige euch das. Um den voll ausnutzen zu können, also der ist hier jetzt 90 cm breit und ihr müsst an beiden Seiten nochmal 5 cm auf jeden Fall Platz lassen, damit sich die Türen komplett öffnen lassen können. Wir wollten das jetzt bündig mit der Küche haben und mit der Wand hier oder mit dem Pfosten. Deswegen haben wir den so weit hingeschoben, dass wir die Türen quasi so öffnen können. Also mehr geht halt nicht. Optimalerweise wäre, wenn der ein bisschen nach vorne stehen würde und man könnte dann so richtig die Türen öffnen. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir können jetzt quasi die Türen nicht in vollem Auszug öffnen in dem Sinne, aber ich finde, das ist immer noch ausreichend. Also außerdem benutze ich meistens eh nur die eine Seite, um irgendwas rauszuholen, öffne ich dann entsprechend halt die eine Seite und was ich dann halt brauche. Ja, an den Seiten haben wir, das ist eine Eiswürfelmaschine. Da muss man, wenn man das nicht benutzt, natürlich die Eiswürfel auch aufmachen. Und das werde ich jetzt aber nicht aufmachen, das wird zu laut sonst. Und entfernen. Die ganzen Behältnisse kann man sich in der Höhe variieren, also auf dieser Seite jetzt nicht. Da kann man verschiedene Sachen abstellen. Und hier, also da ist ja auch mega viel Platz, finde ich. Also hier passt einiges rein, wie zum Beispiel hier, da haben wir verschiedene Ketchup und Glühwein. hier kann man auch verschiedene Höhen das Ganze einstellen. Ansonsten gibt es, glaube ich, mal, was noch zu dem oberen Teil ist oder generell, dass der Kühlschrank hat diese Triple Cooling Funktion. Das heißt, der obere Teil ist getrennt von dem unteren Teil am Kühlen. Das heißt, die Gerüche vermischen sich nicht im Kühlschrank so gesehen und die Eiswürfel schmecken jetzt nicht nach, ich weiß nicht, nach dem Blumenkohl oder weiß ich was, was da im Kühlschrank liegt oder irgendetwas. Also das soll damit gesichert sein. Ja, bis jetzt konnte ich da jetzt nicht so Dramatisches feststellen. Kommen wir zum Gefrierfach. Hier ist es genauso. Da könnt ihr auch die entsprechenden Höhen auch... Oh, hier ist noch ein Magnet von oben. Da könnt ihr auch die entsprechenden Höhen hier verstellen. Wir haben die jetzt so ganz unten für eventuelle Getränke und so weiter und so fort, die wir kühlen. Und hier habt ihr dann 4 Big Boxen. So nennen die sich ja auch. Da haben wir dann... Also hier passen mal locker, ich weiß nicht, 8 Pizzen oder so rein. Also hier sind schon mal 3 und da unten liegt auch noch was dran. Das ist mein Pizzafach, Notfallfach. Dann Eis und hier mache ich auch immer
Zum Beispiel, wenn mal was Günstiges im Angebot ist, wie zum Beispiel Paprika oder irgendwas, da schneide ich dann alles vor und schnibbel das und dann friere ich das ein, wenn es zum Beispiel ganz super günstig im Angebot oder so gab. Das bewahre ich dann hier auf und genauso wie Dill oder sowas, das bereite ich mir dann immer schon vor, schneide das klein und lege das dann hier ab. Ja, und dann haben wir halt hier noch ein paar Fleischsachen, Fischsachen und ja, hier Gemüse und auch so Kroketten oder sowas, ein bisschen Alkohol und ja, das war's. Also genug Platz, wirklich hier, um eine Großfamilie, glaube ich, mal zu ernähren. Also wir als normale Menschen, das soll jetzt nicht so klingen. Nein, als normale jetzt 3-4-Mann-Familie ist es eigentlich immer noch zu groß. Aber ja, und dann kommen wir zu dem Bedienfeld hier. Ich klicke das mal jetzt an. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Hier kann man diverse Sachen einstellen, ne? Also ja, einmal zum Beispiel, ob dieses Alarm sein soll, wenn die Tür offen ist. Dann kann man hier einmachen, dass der energiesparsamer ist. Dann stellt er irgendwas nochmal ein. Da habe ich mich doch nicht mit auseinandergesetzt. Dann ist das für den Gefrierfach, kann man hier so ein Power Freeze, nennt sich das, also so ein, ja, Power Tiefkühlung so gesehen anmachen. Das kann man länger gedrückt halten, also alles 3 Sekunden immer gedrückt halten und dann ist die Einstellung so gesehen da. Also momentan sind da minus 19 Grad eingestellt und wenn man dieses Power Freeze anmacht, dann ist in diesem Kühlbereich, kann er nochmal eine Powerkühlung anmachen, wenn man ganz schnell was tief frieren muss, so. Dieser Tiefkühlbereich ist nochmal einstellbar, um das ist quasi ein variabler Tiefkühler. Also falls ihr oben, ihr habt eine riesen mega Party oder weiß ich und ihr braucht, reicht das Platz, der Platz nicht hier oben, dann könnt ihr noch diesen einen Kühlbereich quasi nochmal auch als Kühlschrank nutzen oder auch zum, also da gibt es 4 Einstellungen zum Kühlen. Gefrieren, dann irgendwie so halb gefrieren, wie auch immer, also verschiedene Temperaturstufen, kann dieser Bereich nochmal umgestellt werden. Dann haben wir für den Kühlschrank die Temperatur, 5 Grad, wenn man jetzt 3 Sekunden lang drauf drückt, dann kann man die variieren. Dieses Cool Select, das ist auch für diesen Extrafach. Und dann haben wir das die Eismaschine, oder was heißt Eismaschine, Eismaker, um den auszumachen, auch 3 Sekunden drauf drücken. Ich sehe, mein Akku wird gleich leer, deswegen beeile ich mich mal. Und dann zeige ich euch gerade, wie der die Eiswürfel macht. Also er kann entweder Eiswürfel komplett große machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Das war jetzt Crash-Eis, also ja, so klein gehackt so gesehen. Geht auch noch kleiner, wenn ich jetzt länger drauf drücke, aber ich will jetzt nicht zu laut sein, weil Liana schläft. Wenn ich jetzt länger hier drauf klicke, genau, dann kann ich ganz normale Eiswürfel machen, die großen. Das sind dann solche Eiswürfel. Und dann, wenn ich das Wasser haben möchte, dann ist das ganz normal, ist einfach Wasser, was quasi einfach von unserer Wasserleitung ist. Genau, der ist auch noch mit einem nicht mit einem Wasserspender, sondern mit einem Festwasseranschluss. Das heißt, wir haben vorher schon uns überlegt, wo der hinkommt und dort im Neubau, also für den Neubau ist das super geeignet, da kann man sich überlegen, wo der hinkommt und direkt einen Wasseranschluss dran machen. Das heißt, ihr habt nichts im Kühlschrank da irgendwie Wasser gelagert oder müsst immer wieder Wasser holen oder weiß ich was. Ja, und dann wird er irgendwann noch hier blinken, glaube ich mal, wenn, also hier gibt es noch einige Funktionen, die dann aufleuchten, wenn zum Beispiel der Filter getauscht werden muss oder sowas, dann ja, leuchtet das nochmal auf, also Filter muss nach 6 Monaten getauscht werden. Ansonsten ist das ein A++-Gerät. Ja, ich weiß nicht, wie das sich verhalten wird mit den Stromkosten. Natürlich wird der Strom fressen, das ist ja logisch, so ein Riesending. Da bin ich ja, also das ist ja ganz selbstverständlich, aber wir schauen mal. Also wir wohnen ja noch nicht so lange hier drin. Wir schauen mal, wie das alles sich nächstes Jahr verhalten wird und dann werdet ihr bestimmt eine Info zubekommen. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Würde mich über ein Feedback freuen, würde mich freuen ja, über eure Erfahrungen, was ihr da so in euren Häusern genommen habt oder falls ihr so ein Haus baut oder generell, wie ihr solche Kühlschränke findet. Ja, lasst mir gefällt mir da, würde mich super freuen über ein Abo von euch und wer mich noch nicht abonniert hat. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss!